Volksfeststimmung in Christkirchen, Musikkapelle und Menschenmassen. Der Grund dafür, der 12. Dreischlösserlauf. Und Organisator Herbert Lukas ist zufrieden. Herbert, der Dreischlösserlauf, ich glaube nach dem Feuerbacher Silvesterlauf ist mittlerweile zweitgrößte Laufevent im Hausruck. Ist auf alle Fälle, weil wir haben heuer haben wir ca. 600 Anmeldungen, das ist ein neuer Rekord wieder. Und es wird der Wettergott spielt auch heuer mit. Und wir sind froh, dass wir das wieder so über die Bühne bringen. Ja, der Dreischlösserlauf, ja, bekannt, berühmt und auch beliebt eigentlich durch die malerische Streckenführung. Das ist richtig und auch durch die hügelige Streckenführung. Es sind viele Läufer, die was wirklich nur für die Strecken daherkommen, weil sonst gibt es hauptsächlich flache Strecken. Und die kommen eben her und schauen sich eben die Schlösser und so weiter an. Wer werden die Spitzenläufer heute sein? Was für Zeit wirst du erwarten? Ja, die Zeit wird liegen bei einer Stunde, bei 18 Kilometer. Und bei der kleinen Runde so 28 Minuten. Ein Riesenevent, auch mit einem dementsprechenden Werbeeffekt. Ja, das ist natürlich klar. Das ist heute der 12. Dreischlösserlauf. Und bei Kaiserwetter kann es gar nicht schöner sein. Natürlich, du sagst richtig, ein Werbeevent. Die Leute sollen sehen, was wir in Christkirchen machen. Und ein Teil der Strecke führt bereits durch den neu gestalteten Rosenmarkt. Und da werden sie halt auf den Geschmack kommen, auch außerhalb des Laufens nach Christkirchen. Den Beginn an diesem Vormittag in Christkirchen machen die Kleinen. Kinder-Mini-Marathon mit 0,8 Kilometer, das war der erste Bewerb. Auch in dieser Klasse wurde natürlich schon hart gefightet. Und ganz vorne mit dabei ein Mädchen. Du hast den Lauf der Kinder gewonnen, du hast der Post mit den Burschen mitgehalten. Wer bist denn du? Und von wo kommst du? Und warum bist du so schnell gewesen heute? Du hast den Lauf der Burschen gewonnen, ganz knapp. Wer bist denn du? Der Gruß Christus. Von wo kommst du? La Kirche. Und? Im Bezirk Munden, der Kirche. Und du trainierst dafür? Ja. So, und du hast ganz knapp um ein paar Hundertstel gegen ihn verloren, auch super gelaufen. Wer bist denn du? Der Obermühle Markus. Und kommst aus? Von der Kirche. Und warum bist du so schnell? Ich gehe Leichtathletik. Manchem Läufer musste man noch den Weg zeigen, beziehungsweise ihn an der Hand nehmen. Ja, bei mir einer der wahrscheinlich schnellsten Wirte des Hausrucks, der Patzerwirt. Wie schaut's aus? Viel trainiert für diesen Dreischlösserlauf? Ja, für den Schlösserlauf muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Das ist klar, so 18 Kilometer, drei schwere Anstiege, überhaupt im Wintersberg, scheich ein bisschen im Schlüsselberg unten, Hubert, du weißt, den kennst du auch. Der schnellste Wirt. Ja, ich glaube, recht viel habe ich noch nicht gesehen, oder bis jetzt noch gar keinen Kollegen. Also bis jetzt schaut's gut aus, dass er der schnellste Wirt sein kann, gell? Helmut Helle-Held, mein Mann, der eigentlich normalerweise schneller unterwegs ist auf zwei Rädern als auf zwei Beinen, heute beim Dreischlösserlauf. Ja, das Ganze habe ich mir deswegen zum Ziel gesetzt, ich würde 18 Kilometer laufen, weil normal tue ich ja Motorrad fahren und da habe ich mich heuer leider verletzt, jetzt bin ich überhaupt nicht zum Motorrad fahren gekommen und weil die Hand kaputt war, jetzt müssen wir sie mit den Füßen betätigen und jetzt renne ich halt da mal die 18 Kilometer mit. Ausgepowert, aber glücklich die Sieger beim Schülermarathon über 2,5 Kilometer. Die Siegerin der Jugendklasse, wenn sie vielleicht ganz kurz vorstellt, wer bist du, woher kommst du? Sie sagen sich, ich komme aus Kirche. Und für wen läufst du? GSV. Und wie ist der gegangen heute? Ich meine, gewonnen? Gut. Dreimal Doppelsieg für Natterbach. Ja, super. Wenn du dich vielleicht ganz kurz vorstellst. Mit der Tonschläger Manuel. Rennst du dich in den Langlauf? Ja, das ist mir super gegangen, wenn ich laufe. Alles verpasst. Dir? Ich bin der Bratz Benjamin. Aber ich gehe lang laufen, weil er lauf vor, stark zum Schluss auf den Sprint. Ja, und der Drittplatzierte, woher kommst du? Ich bin der Holzer Theater, auch ich gehe lang laufen. Ja, es ist gut gegangen. Der Sprint war ein wenig stark. Und
Um 10.45 Uhr dann Massenstart. Die kleine Runde zu 8,7 Kilometern oder eben der klassische Dreischlösserlauf über 18 Kilometer. Und im Teilnehmerfeld sah man viele bekannte Christkirchner Gesichter. Sieger war an diesem Tag jeder oder jede, die ihre Distanz zu Ende lief. Trotzdem gab es natürlich auch tatsächliche Sieger. Der Sieger des 12. internationalen Dreischlösserlaufes heißt Franz Springer in einer Zeit von 1:00:56,59 und kommt aus Rohrbachberg. Zweiter Nikenik Andreas von der Union Neuhofen mit 45 Sekunden Rückstand und dritter der Lokalmatador Franz Zauner aus Gaspolzhofen mit knapp 2 Minuten Rückstand. Bei den Damen über die lange Strecke siegte Gabriela Winkler von der IGLA Long Life in einer Zeit von 1:12:25,03. Alle Klassen, alle Zeiten, alle Sieger. Natürlich wie immer unter www.ht1.at. Wir haben die Sieger des kurzen Laufes vors Mikrofon gebeten. So, der Sieger des kurzen Dreischlösserlaufes, ein sehr bekanntes Gesicht von HT1, Max Sprenger, mit großem Vorsprung heute gewonnen. Ja. Also als erstes möchte ich mich einmal bedanken für die ganzen Zuschauer, die sind sowieso ein Wahnsinn da. Ja, ich war eigentlich schon zweimal nicht dabei, aber weiß ich weiß nicht, passt auch mit Meisterschaften, aber jedes Mal, wenn es um einen geht, bin ich da sicher dabei, weil für die Zuschauer her und so gesagt ist, das machen sie schon. So, da haben wir die Siegerin der Damen, die für mich überraschenderweise eigentlich gar nicht so auspumpt ausschaut. Wenn Sie vielleicht ganz kurz vorstellen. Ich bin die Sandra Baumann, Staatsmeisterin im Crosslauf, WM und EM Teilnehmerin. Und für mich war das heute ein Volkslauf, wo Spaß macht teilzunehmen und das Training nicht alleine absolvieren zu müssen. Dreischlösserlauf 2002, kein Thema. Wird auf alle Fälle wieder stattfinden.